Hallo, willkommen zurück bei Core Martial Arts. Heute mal was ganz anderes, und zwar unsere Wertevermittlung, also Mattengespräche. Was erzählen wir den Kindern hier beim Unterricht? Also ihr müsst wissen, unsere Kampfschule Core Martial Arts, sie ist halt nicht nur dafür bekannt, dass sie halt hier schlagen und treten lernen, sondern in erster Linie und gerade bei Kindern, weil ich es da extrem wichtig finde, die Vermittlung von Lebenskompetenzen. Also welche Werte bringe ich meinem Kind bei, damit es ein einfacheres Leben hat. Ja? Aber dazu kommen wir gleich, denn als erstes gibt es das Intro. So, und im Monat August geht es bei uns um das Thema Mitgefühl. Mitgefühl wird bei uns aufgeteilt in vier Sparten, pro Woche eine. Und zwar Woche 1, Gutes tun. Woche 2, berühmte Wohltäter. Woche 3, zu seinen eigenen Fehlern stehen. Und Woche 4, auch passend zu Woche 3, Verantwortung übernehmen. Selbstwertgefühl. Einfallsreichtum oder Intelligenz. Es gibt viele Eigenschaften, die es Menschen erleichtern, sich gut im Leben zurechtzufinden. Eine Eigenschaft wird aber immer mehr von der Wissenschaft in den Fokus gestellt: Mitgefühl. Und Mitgefühl gilt als Voraussetzung für ein erfülltes und erfolgreiches Leben. Ja, das wollen wir doch alle, oder? Ja, und darum geht es in den nächsten Wochen mit den Kids bei unseren Mattengesprächen. Erziehungswissenschaftler der Harvard Universität in den USA haben herausgefunden, was Eltern bei der Erziehung beachten sollten, um das Sozialverhalten ihres Kindes zu fördern. Für das Projekt Making Caring Common haben sie fünf Empfehlungen zusammengetragen. Und vieles werden Sie als Eltern wahrscheinlich schon intuitiv richtig machen. Aber warum sich nicht noch ein kleines bisschen verbessern? Nummer 1. Verbringen Sie regelmäßig und intensiv Zeit miteinander. Und damit meine ich jetzt nicht, das Kind sitzt im Sandkasten, die Eltern daneben mit dem Blick aufs Handy. Nein, ne? Packt das Handy weg, konzentriert euch zu 100% auf euer Kind, belohnt es, belobt es oder spielt mit dem Kind zusammen. Noch besser. Nummer 2. Man sollte tiefgehende Unterhaltungen führen. Interessieren Sie sich dafür, wie es Ihrem Kind geht? Was es gerade beschäftigt? Ja, also Fragen, die die Familie immer ein bisschen näher zusammenbringen, sind folgende. Zum Beispiel, was hast du heute Schönes erlebt? Oder was hast du heute Blödes erlebt? Na, stellt diese tiefgehenden Fragen, hört euch euer Kind an und ihr werdet viel schneller Probleme oder auch freudige Dinge eures Kindes verstehen. Nummer 3. Sei ein starkes Vorbild. Seid gute Vorbilder. Seid fleißig. Seid nett zu anderen. Seid nett zu euren Kindern, seid auch nett zu anderen Kindern. Euer Kind wird es euch nachmachen. Macht ihr das nicht und seid keine guten Vorbilder, wird euch das Kind genauso kopieren und wird auch genauso wie ihr als Eltern. Denn das Kind lernt von seinen Eltern. Nummer 4. Stehen Sie zu Ihren Fehlern. Die soziale Kompetenz hat auch viel mit Ehrlichkeit und Respekt zu tun. Jemand, der zum Beispiel sagen kann: Sorry, dass ich vorhin Mist gebaut habe, oder tut mir leid, dass ich vorhin etwas laut zu dir war. Der zeigt nicht nur Respekt vor anderen, sondern bekommt auch von anderen mehr Respekt zurück. Und Nummer 5 und manchmal auch der fast schwierigste Teil: Verantwortung übertragen. Es ist zu empfehlen, den Kindern mehrere Möglichkeiten aufzuzählen, Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel im Haushalt zu helfen. Da gibt es auch Sachen, die wirklich wichtig fürs Familienleben sind. Ja, vielleicht sein kleines Geschwisterchen mit den Hausaufgaben zu helfen oder auch andersrum. Ne? Okay, wird eher nicht funktionieren. Aber auch mal vielleicht anderen Kindern zu helfen, anderen Verwandten, Bekannten zu helfen. Ja, denkt drüber nach. Verantwortung übernehmen ist ein großer Teil zum Heranwachsen. So, das waren im Groben erstmal unsere 5 Punkte, unsere 5 Tipps. Was wir in den Wochen noch besprechen, werde ich hier einzeln auch nochmal dann darbieten. Das werde ich dann auch nochmal schön kommentieren. Was ich gern von euch noch hätte, wäre ein kleines Feedback. Wie fandet ihr? Einfach da unten in die Kommentare mit reinhauen. Ich freue mich über jeden. Kann ja auch sein, dass einer sagt: Steve, das ist total schlecht, dass du uns so eine Tipps gibst. Lass das bitte.
dann ist es halt vielleicht so. Schauen wir mal. Aber ich glaube nicht, dass das kommen wird. Ansonsten, ich freue mich über jedes Feedback. Haut rein, haut in die Tasten. Alles klar.